Alexander, hallo. Heute will ich dir mal etwas zum Thema Einsteigerkite erzählen. Und zwar, was du hier siehst, sind Kites oder auch Lenkdrachen. Diese zwei Modelle sind definitiv Einsteigerkites oder auch ein Einsteigerkite. Was du aber hier bedenken musst, ist, das ist die Unterkategorie Lenkmatte oder auch Lenkmatten. Für mich wichtig oder für dich wichtig zu wissen, damit du es weißt, ich bin groß geworden mit Lenkmatten. Ich habe auch den einen oder anderen Ausflug gemacht im Bereich Lenkdrachen Delta. Ja, das sind alles Lenkdrachen, aber es gibt auch bei Lenkdrachen aus einer Tüte oder wie ein Delta-Drache aus Gestänge. Ich persönlich fühle mich einfach wohler mit Lenkmatten. Und ich muss auch sagen, für Einsteiger und für Anfänger sind Lenkmatten einfacher zu beherrschen, einfacher zu aufbauen, einfacher zu steuern etc. Deswegen, wenn du einen Einsteiger-Kite suchst, ist meine Empfehlung für dich, zu einer Lenkmatte zu greifen. Der einzige Unterschied ist, du kannst mit Lenkmatten nicht diese üblichen Tricks machen, wobei du auch für diese üblichen Tricks auch dann eine Vierliner Lenkdrachen Delta Trickflugdrachen bräuchtest. Das ist wieder was ganz anderes. Wenn du also einen Einsteigerkite suchst, gibt es für mich zwei Geschichten. Es gibt die, denn das hat mit der Größe zu tun, nicht erst mit dem Hersteller, sondern mit der Größe zu tun. Wenn du leichter bist, kleiner bist, du liegst ungefähr so im Bereich 60 Kilogramm, dann schau, dass du so im Bereich 1,6 bis 1,8 bleibst. Bei den zwei Linern ist es die Länge, ja, oder die Spannweite. Bei vier Linern wäre es die Quadratmeter, aber wie gesagt, ist im Bereich Einsteigerkites. Schau also, dass du ungefähr so im Bereich 1,8 bleibst. Wenn du leicht bist, jünger bist, guck, dass du so Modelle hast bei so ungefähr so 1,4, 1,6. Das heißt so 40, 50 Kilo, kleine Kinder, 12 bis, 10 bis 12 ungefähr. Dann bleib in dem kleineren Bereich. Wichtig ist, du kannst nicht zu klein kaufen, ja, du kannst aber zu groß kaufen. Zu groß kaufen bedeutet, nehmen wir mal an, du kaufst dir eine 3, gibt es zwar nicht, ja, also nicht gebräuchlich zu erwerben, nicht sinnvoll zu erwerben, du kaufst dir eine 3 Meter Matte als Einsteiger, die kannst du nur in einem sehr kleinen Windbereich fliegen, ansonsten habt ihr einfach zu viel Zug. Wenn du aber kleine Lenkmatten kaufst, kannst du immer nach oben, ja. Wenn du aber eine zu große Lenkmatte kaufst, kannst du nicht wirklich nach unten gehen im Windbereich da drin. Also kannst nicht nach oben gehen im Windbereich. Aber bei kleinen Lenkmatten kannst du eine größere Spannweite abfliegen. Macht einfach viel Spaß. Das heißt, zu groß, schnell gekauft, zu klein auf keinen Fall. Keine Sorge, auch mit der 1,6er kannst du rausgehen. Ja, 1,6, auch wenn du 80 Kilogramm sparst, gehst du bei Windstärke 4 bis 5 raus, hast du noch Zug. Das Ding ist richtig schnell, macht viel Spaß. Das hier ist ein klassischer Einsteiger-Kite in der Größe 1,7. Die gibt es mittlerweile als 1,8, haben sie ein bisschen verändert, ist super, weil die liegt vom Preis ungefähr bei 40 Euro. Da ist alles dabei, da sind Leinen dabei, da sind Griffe dabei, da ist die Folie, also der Schirm ist da selbst dabei. Du kannst rausgehen, Aufbau ist total simpel, legst auf die Wiese, knotest es fest, findest du mal ein Video von mir, auch im Buchknoten, wie es gemacht wird, knotest du fest, legst einen Stein drauf, damit der Wind es nicht verschiebt, ja, und dann ziehst du einfach zwei Leinen an, ruckartig, das Ding kleidet hoch, links ziehen, fliegt nach links, rechts ziehen, fliegt nach rechts. Irgendwann machst du mal einen Videokurs, dann kannst du sehen, wie man die startet, wie man die fliegt und wie man die möglichst sicher beherrscht und wie man die eine oder andere Manöver macht. Was hier wichtig ist, wenn du größer bist, ja, wenn du schwerer bist, greifst du als Einsteigerkite zum Modell 2,2. Ungefähr so 70, 80 Kilo plus, ja, greifst du zu der Größe 2,2. Meine Empfehlung, geh nicht über 2,5, also 2,50 Meter. Besonders für Einsteiger ist einfach, auch wenn du schwerer bist, ist einfach zu groß. Die werden schwer zu beherrschen. Das ist was für erfahrenere Leute. Ansonsten für Einsteiger auf jeden Fall, das sind Kite-Killer. Gibt es ein paar, kosten echt nicht viel. Gehört dazu, ja, holt euch die dazu. Wichtig, wenn ihr Anfänger seid, da braucht ihr nur, es sind zwar zwei immer, ja, aber ihr braucht nur einen davon. Wenn ihr in der Schrecksituation loslassen müsst, lässt ihr einfach die Arme los, blub, flattert weg. Aber ihr habt trotzdem noch einen mit gekoppelt. Und der Matten, der Schirm segelt langsam zu Boden. Gibt es auch Video dazu? Hier nehmt ihr nicht, Kite-Killer dazu. Und wenn ihr bei starken Winden rausgeht, dann holt euch gepolsterte Griffschlaufen. Ja? Betrifft aber dann nur, wenn ihr große Kites benutzt, also 2,2, ihr schwerer seid und ihr raus bei starken Winden geht. Dann sind diese gepolsterten Schlaufen, greifst du so, richtig cool. Ja? Kannst du echt viel Spaß damit haben. Das sind so die drei Dinge. Ihr seht hier eine Vollkombi-Ausrüstung
eine größere Einsteigerkeit, ja, das ist die 2.2-Variante, Griffschlaufen, wenn es draußen stimmischer wird, und das Ganze halt hier auch noch mit dem Kite-Killer, wenn ich wirklich mal rausgehe, bei starken Winden. Das ist alles zum Thema Einsteigerkite. Lenkdranfeuer.de ist meine Seite, links und unten drunter. Ciao, ciao und bye.